Und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 47, Entschließung zum Sofortprogramm Ausrüstung und Einsatzbereitschaft, ein Antrag des Freistaates Bayern. Und wir dürfen uns auf zwei Wortmeldungen freuen. Die erste ist Herr Staatsminister Dr. Herrmann aus Bayern. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der russische Überfall auf die Ukraine stellt eine historische Zäsur dar. Wir haben uns heute schon intensiv damit beschäftigt, mit der Verurteilung dieses barbarischen Aktes, mit dem Leid der Menschen und mit der Situation der Flüchtlinge, die in unserem Land aufgenommen werden. Wir müssen uns, ich glaube, das spüren wir alle, auf eine dramatisch veränderte Bedrohungslage insgesamt einstellen. Für die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik bedeutet das, dass sie in weiten Teilen neu konzipiert werden muss. Bayern begrüßt ausdrücklich die Ankündigungen des Bundeskanzlers, künftig jährlich mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes in Verteidigung zu investieren und mit 100 Milliarden Euro Ausrüstung und Fähigkeiten der Bundeswehr zu verbessern. Es genügt aber nicht, diese 100 Milliarden Euro ins politische Schaufenster zu stellen. Geld und Ausrüstung müssen auch wirklich bei der Bundeswehr ankommen. Bayern unterstützt diesen Prozess mit dieser Bundesratsinitiative. Wir machen darin konkrete Vorschläge mit drei Schwerpunkten für eine Neuausrichtung von Bundeswehr und Verteidigung. Kurzfristig Sofortprogramm für Ausrüstung und Einsatzbereitschaft, mittelfristig Bundeswehr konsequent auf Landes- und Bündnisverteidigung ausrichten, langfristig Sicherheitsarchitektur reformieren. Erstens. Wir fordern ein Sofortprogramm für Ausrüstung und Einsatzbereitschaft, um unmittelbare Mängel in der Bundeswehr sofort abzustellen. Alle vorhandenen Systeme müssen einsatzfähig sein. Sogenannte, in Anführungszeichen, hohle Strukturen, also Verbände ohne Vollausstattung, müssen zeitnah aufgefüllt werden. Das heißt im Einzelnen unter anderem mehr Munition für alle Waffensysteme. Deutschland muss die NATO-Vorgaben für einen 30-Tage-Vorrat erfüllen. Das Ausleihen von Ausrüstung zwischen den Verbänden muss ein Ende haben. Die Bundeswehr braucht eine Vollausstattung für die 8 Brigaden des Heeres und wieder funktionierende Divisionen. Das Heer braucht ausreichend fliegende Helikopter und eine bodengebundene Flug- und Drohnenabwehr. Die geleasten Drohnen müssen zum Eigenschutz der Truppe bewaffnet werden. Die Bundeswehr braucht eine Vollausstattung mit sicheren Kommunikationsmitteln für die Zusammenarbeit mit den Armeen der NATO-Partner. Mittelfristig braucht die Bundeswehr zweitens neue Fähigkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung. Ich nenne nur exemplarisch für die Luftabwehr das taktische Luftverteidigungssystem TLVS einschließlich MEADS zur Abwehr von Angriffen und Schutz der Zivilbevölkerung. Wir sehen gerade jeden Tag die schrecklichen Bilder aus ukrainischen Städten, die nicht gegen Luftangriffe geschützt sind. Für die nukleare Teilhabe, Ersatz des Tornado als Träger von Atomwaffen mit F-35 oder F-18. Die Bundeswehr braucht außerdem weiterentwickelte Eurofighter für den elektronischen Kampf in der Luft, weiterentwickelte bewaffnete Drohnen, Programm Eurodrohne, neue Helikopter zur Panzerabwehr und weitere U-Boote und Fregatten. Angesichts des Vorgehens Russlands müssen wir außerdem gemeinsam mit unseren EU-Partnern unsere Infrastruktur im Weltraum resilienter machen. Ich bin außerdem überzeugt davon, dass wir allen östlichen NATO-Partnern anbieten sollten, dort rotierende Bundeswehrverbände zu stationieren. So wie wir Deutsche über Jahrzehnte Schutz erhalten haben, ist es nun an uns, unsere östlichen Nachbarn zu schützen. Wir schlagen vor, die Zielgröße für den Verteidigungsfall auf 250.000 Soldaten anzuheben durch eine umfassende Stärkung der Reserve.
der Struktur der Bundeswehr gibt es bereits Vorschläge, die rasch wieder auf den Tisch müssen. Dringend ist dabei auch die Reform des Beschaffungswesens. Kurzfristig sind alle Beschleunigungsmöglichkeiten zu nutzen, zum Beispiel Verzicht auf EU-weite Ausschreibungen, Kauf von der Stange über Government-to-Government-Verträge. All das wird aber nicht reichen. Wir brauchen daher drittens eine Reform unserer Sicherheitsarchitektur. Entwicklungspolitik, Wirtschafts-, Energie- und Klimapolitik sind in der Sicherheitspolitik stärker mitzudenken und müssen umgekehrt sicherheitspolitische Leitziele besser berücksichtigen als bisher. Dazu sollte nach unserer Auffassung im Bundeskanzleramt ein Bundessicherheitsrat als Behörde zur Koordination von Außen- und Sicherheitspolitik mit den Bundesministerien und den Bundesländern entstehen. Innere und äußere Sicherheit lassen sich nicht mehr getrennt organisieren. Die Länder sind in vielen Bereichen zuständig oder wesentlich für die Umsetzung, zum Beispiel im Zivil- und Bevölkerungsschutz, der Cybersicherheit oder bei der Unterstützung stationierter Streitkräfte zuständig. Auf europäischer Ebene regen wir analog einen europäischen Sicherheitsrat an. Schließlich viertens, die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands muss auch im zivilen Bereich verbessert werden. Es muss gelten, Vorfahrt für Verteidigung durch Bürokratieabbau. Soldaten müssen üben und Flugzeuge müssen fliegen können. Wir schlagen vor, die verteidigungsrelevante Forschung zu stärken und auch die sicherheitspolitische Forschung, Bildung und Netzwerkbildung zu fördern. Ein Umdenken brauchen wir im Umgang mit der Wehrindustrie. Die EU-Taxonomie darf nicht dazu führen, dass Unternehmen, die jetzt schnell liefern sollen, um unsere Freiheit zu schützen, zeitgleich vom Kapitalmarkt verdrängt werden. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Bundeskanzler hat recht, wenn er von einer Zeitenwende spricht. Es liegt an uns allen, der Dramatik dieser Lage auch gerecht zu werden. Es geht jetzt nicht mehr darum, ob wir eine funktionierende Bundeswehr brauchen, sondern darum, Deutschland und Europa zu schützen. Deshalb bitte ich Sie um Unterstützung unserer Vorschläge und des vorgelegten Entschließungsantrags. Vielen Dank. Besten Dank, Herr Kollege Dr. Herrmann aus Bayern. Und als nächstes spricht der parlamentarische Staatssekretär Hitschler vom Bundesministerium der Verteidigung. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren. Wir waren in den letzten Wochen alle Zeugen, wie Wladimir Putin mit einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg die europäische Friedensordnung und unser gemeinsames Verständnis von Sicherheit auf einen Schlag verändert hat. Durch den verachtenswerten Überfall auf die Ukraine und den durch nichts zu rechtfertigenden Krieg hat er etwas eingeleitet, was Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung als Zeitenwende umschrieben hat. Und nichts anderes ist es, eine Zäsur in der sicherheitspolitischen Architektur Europas. Unser Land hat auf diesen Angriffskrieg gemeinsam mit unseren Verbündeten in EU und NATO entschlossen reagiert. Mit wirtschaftlichen Sanktionen, Lieferung von militärischer Ausrüstung und der Stationierung von weiteren Soldatinnen und Soldaten an der sogenannten Ostflanke der NATO leisten wir einen erheblichen Beitrag, um die Sicherheit unserer Verteidigungsallianz zu gewährleisten. Die Bundeswehr macht das, und das wissen Sie, meine Damen und Herren, aus Vergangenheit und Gegenwart, Ihrem freiheitlich-demokratischen Auftrag entsprechend. Die Verteidigung unseres Landes, aber auch unseres Bündnisses der NATO sind im Grundgesetz fest verankert. Bis zur völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014 waren unsere Streitkräfte massiven finanziellen Kürzungen ausgesetzt. Ganze militärische Fähigkeiten wurden abgeschafft. Der Sparkurs hatte erhebliche Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, die wir bis heute spüren. Seit 2014 wurde eine leichte Steigerung des Verteidigungsetats eingeleitet. Bis zum heutigen Tag verfolgt uns dabei ein Problem. Die Möglichkeit, in militärische Fähigkeiten zu investieren, waren sehr begrenzt. Abgeschaffte Fähigkeiten zu ersetzen, fast unmöglich und eine Steigerung der Einsatzbereitschaft kaum machbar. Im ursprünglichen Haushaltsentwurf des Jahres 2022 waren etwa 2/5 unseres Etats für Personal vorgesehen. 2/5 für den Betrieb und gerade einmal 1/5 für Investitionen in die Ausrüstung.
Mit dem durch Bundeskanzler Scholz vorgeschlagenen Sondervermögen von 100 Milliarden wird dieses Problem nachhaltig angegangen. Durch die Möglichkeit, überjährig zu investieren, kann die angewachsene Bugwelle an Investitionserfordernissen abgetragen werden. Die Investitionen ergeben sich dabei ausschließlich aus militärischen Erfordernissen. Fähigkeiten, die wir innerhalb der NATO zugesagt haben und bis zum heutigen Tage nur ansatzweise erfüllen, sollen künftig vollständig zur Verfügung stehen. Und genau das, meine Damen und Herren, ist die Basis unserer Herangehensweise, wenn es darum geht, eine Planung für das Sondervermögen auszuarbeiten. Die Überlegungen werden sich ausschließlich an den militärischen Bedarfen der Bundeswehr orientieren und uns somit in die Lage versetzen, unsere Verpflichtungen zur Landes- und Bündnisverteidigung erfüllen zu können. Aktuell bereitet der Generalinspekteur der Bundeswehr eine Liste mit Fähigkeiten vor, die sich genau an diesen militärischen Forderungen orientieren wird. Wir werden diese Liste sehr eng mit dem Bundestag abstimmen. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee und ihr Einsatz, aber auch ihre Ausstattung unterliegen der Zustimmung der Abgeordneten. Hierzu steht diese Regierung und wird von dieser Vorgehensweise keinen Millimeter abweichen. Wir sind mitten in diesem herausfordernden Prozess und ich danke schon jetzt dem Bundesrat, Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Unterstützung, nicht in regionalen oder ausschließlich industriepolitischen Erwägungen zu denken, sondern stets orientiert am militärischen Bedarf der Bundeswehr. Wir werden hierzu auch die Industrie in die Pflicht nehmen. Wir erwarten dabei Liefertreue mit Blick auf Zeit und Qualität, denn es geht heute mehr als in der Vergangenheit um die Sicherheit Deutschlands. Neben diesen Vorbereitungen für das 100-Milliarden-Programm arbeiten wir im BMVG intensiv an der Beschleunigung der Vorgänge der militärischen Beschaffung. Wir werden durch schnelle Vergaben, bürokratische Entlastungen der engagierten Mitarbeitenden des BAYNBW und durch verbesserte Abläufe dafür sorgen, dass Beschaffungen in dieser sicherheitspolitisch heiklen Lage schneller vonstatten gehen können. Ich will aber abschließend auch die Gelegenheit nutzen, den Menschen bei der Bundeswehr zu danken. Und ich bin mir sicher, ich mache dies auch in Ihrem Namen. Unsere Soldatinnen und Soldaten, unsere Beamtinnen und Beamten, aber auch unsere Tarifbeschäftigten haben in den vergangenen Jahren Herausragendes geleistet. Durch ihren persönlichen Einsatz in den vielen Krisen, die unser Land seit Jahren stark beeinträchtigt haben, haben sie gezeigt, dass wir uns auf sie verlassen können. Durch ihre gute Arbeit haben sie immer wieder bewiesen, wie leistungsbereit sie sind. Vielen Dank für Ihren Dienst. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben in den Ländern immer wieder deutlich gemacht, wie wichtig Ihnen unsere Streitkräfte sind und wie gut Sie mit ihnen zusammenarbeiten, wenn es darauf ankommt. Ich bedanke mich schon jetzt für Ihre überparteiliche Unterstützung, wenn es künftig darauf ankommt, mit der Änderung des Grundgesetzes die Möglichkeit zu schaffen, die Ausrüstung der Soldatinnen und Soldaten zu verbessern. Denn eins ist klar, diese Investition schützt auch unsere ganze Gesellschaft. Vielen Dank. Besten Dank. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich weise die Vorlage zur Beratung dem Ausschuss für Verteidigung federführend sowie dem Ausschuss für Fragen der Europäischen Union, dem Ausschuss für Innere Angelegenheiten und dem Wirtschaftsausschuss mitberatend zu.